Hey, yo, Chantal, Alde! Hast du eigentlich schon das neue iPhone von deinen Eltern bekommen? Nee, Mann! Diese lieben die mich nicht, oder was? Ist ja schon ein bisschen cringe, wenn man nicht das neue iPhone bekommen hat, ne? Warte mal, aber du bist doch jetzt 18. Hast du schon das, hast schon ein Auto von deinem Opa bekommen? Ach, nee, Mann! Oh, Mann, diese warum hat er mir noch kein Auto geschenkt? Zwei alltägliche Beispiele, die ich schon öfter mitbekommen habe. Wir leben in einem Land, wo viele Dinge selbstverständlich sind. Ich meine, wer kennt's nicht? Geht man einmal ganz kurz zum Rewe um die Ecke, holt sich Klopapier in verschiedensten Sorten, 2, 3, 4, 5-lagig, kann jeder individuell gucken, was für sein Arsch, ganz vulgär gesagt, am besten ist. Nach dem Einkaufen gehst du nach Hause, kannst dann noch eine extra Runde gehen, ein bisschen spazieren gehen. Du hast die Freiheit, das zu machen, was du möchtest und musst keine Angst haben, dass neben dir eine Bombe einschlägt oder sonstiges. Du wirst jeden Morgen vom Bus abgeholt oder hast sonstige Möglichkeiten, wenn die Schule etwas weiter weg sein sollte, wo du die kostenlose Bildung abholen kannst. Die Busfahrt wird dir auch gezahlt. Wenn es dir scheiße geht, hast du die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Du musst keine Angst haben, dass dir hier irgendwas passiert. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, bekommst du fließend Wasser. Du musst dir niemals Sorgen machen, dass du in irgendeiner Form verdurstest. Du hast immer ein Dach über dem Kopf. Du musst nicht frieren. Du musst nicht auf der Straße leben. Auch wenn man hier nicht das leichteste Schicksal hatte, gibt es immer Menschen, die dir helfen. Es gibt immer Möglichkeiten, aus jeder Situation rauszukommen. Und trotz dessen sind wir nicht zufrieden. Trotz dessen suchen wir uns immer wieder neue Probleme, obwohl wir uns glücklich schätzen könnten. Was ist heute scheiße? Die Suppe ist zugesalzen. Das Wetter draußen ist echt beschissen. Meine Laune ist im Keller. Ich habe extrem viele Hausaufgaben aufbekommen. Der Job, den ich habe, fuckt mich ab. Oh Scheiße, hab ich heute keinen Bock auf Busfahren. Dieses Restaurant, das gefällt mir überhaupt nicht. Der Burger hier, der ist bäh. Und dann stell dir vor, ein Großteil der Welt kann das nicht von sich behaupten. Wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt und müssen uns niemals um die Dinge, die ich gerade genannt habe, Sorgen machen. Aber für viele Menschen sieht das Schicksal eben anders aus. Und da frage ich mich, warum ist das so? Soll wirklich das Schicksal bzw. das Glück über mein Leben entscheiden? Nur weil ich woanders geboren bin? Nur weil ich in einem Land geboren bin, was nicht so wohlhabend ist wie beispielsweise wir? Und damit sage ich erstmal Moin Freunde, mein Name ist David, ich bin 21 Jahre alt und mache zurzeit eine Ausbildung zum Bankkaufmann und bin mehr zufrieden mit meinem Leben. Ich mache seit 1,5 Jahren aktiv auf diesem Kanal YouTube und darf circa seit einem Jahr das hier als mein Nebenjob, als meinen offiziellen Nebenjob ansehen, da ich circa vor einem Jahr das Ganze als Nebengewerbe angemeldet habe. Und das ist ein Privileg, was kaum einer von sich behaupten kann. Und darüber bin ich mehr als dankbar. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, Gutes zu tun, möchte ich das machen. Letztes Jahr haben wir im Oktober eine Aktion gestartet, Weihnachten mit einem Umlaut, wo wir Geld im gesamten Oktober gesammelt haben. Ich habe auf die gesamten Einnahmen im Oktober verzichtet, um diese Einnahmen an die Agape.ev zu spenden. Eine Organisation, die sich um Kinder und Jugendliche in Rumänien sorgt, die unter anderem Einschränkungen haben, wie beispielsweise geistige oder körperliche Behinderungen, die normalerweise in diesem Land nur verwahrlosen würden, da sich niemand um die dort kümmert. Corona hat das Ganze nochmal deutlich verschlimmert und etwas nach hinten geworfen und wir konnten letztes Jahr im Oktober knapp 3.800 Euro in einem Monat sammeln, was ultra insane ist. Und genau dasselbe möchte ich dieses Jahr nochmal machen. Also sprich, ich möchte alle Einnahmen, die durch meine Social Media Aktivität hier auf YouTube und Twitch eingenommen werden, komplette Agape spenden. Dazu gehören Memberschaften, Werbeeinnahmen hier auf YouTube, Spenden über Typee-Stream, Spenden über Superchat, über YouTube. Dazu, zu dem Punkt komme ich gleich nochmal. Und auf Twitch haben wir die Möglichkeit, Subs und Bits zu spenden, die dann auch für diesen Zweck gespendet werden. Damit auch alles wirklich transparent bleibt, wird vor Weihnachten, deswegen heißt diese Aktion auch Weihnachten mit einem Umlaut, da Einnahmen, die im Oktober durch YouTube generiert werden, erst im November ausgezahlt werden. Und ich möchte das dem Ganzen so einen weihnachtlichen Flair geben, da Weihnachten auch nicht mehr so lange dauert, wird am 23. Dezember am Abend vor Heiligabend diese ganze Aktion nochmal als Video-Revue passieren. Werden wir nochmal Revue passieren lassen und ich werde euch zeigen, wie ich die Spende übergebe und ich werde euch alles leaken. Also sprich, die kompletten YouTube-Einnahmen mit den Statistiken, die Twitch-Einnahmen, die in der Zeit draufgekommen sind und die Typee-Stream-Einnahmen. Ich werde euch dann quasi meinen Kontostand zeigen, der extra dafür eingerichtet worden ist und die Spendenüberweisung bzw. die Quittung, um zu zeigen, damit das Geld auch wirklich überwiesen worden ist, wie im letzten Jahr. Ihr könnt euch das Ganze auch über diese Playlist anschauen, die ich jetzt in der Videobeschreibung verlinke und hier oben rechts haben wir nochmal ein
Interview, was ich mit dem Herrn Rüdiger Frodermann von der Agape im letzten Jahr geführt habe, was auf meinem 2-Kanal hochgeladen worden ist, wenn du dich wirklich interessierst, was genau die Agape macht. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was der Herr Frodermann mir geschrieben hat, da er gerade selbst in Rumänien ist. Und zwar startet aktuell das After-School-Projekt. Konkret geht es darum, dass Kinder aus armen Familien nach der Schule zu uns ins Tageszentrum kommen und wir mit denen Hausaufgaben machen. Darüber hinaus sollen die Kinder etwas zu essen bekommen und zusätzlich auch jeden Mittag eine kleine Mahlzeit. Für das Mittagessen brauchen wir noch Sponsoren. So ein Mittagessen kostet ca. 2,50 Euro pro Kind. Wir sind heute mit 6 Kindern gestartet, bieten aber 20 Plätze an. Pro Tag wären das 50 Euro für das Mittagessen. Bei 5 Tagen dann etwa 250 und so weiter. Die Kinder, die wir erreichen wollen, kommen aus wirklich sehr armen, kinderreichen Familien. Durch die Pandemie gibt es bei diesen Kindern noch viel nachzuholen. Getreu diesem Motto, Bildung hilft gegen Armut, möchten wir diesen Kindern einen besseren Start ermöglichen. Herzliche Grüße. Und wenn wir uns mal die Thematik am Anfang des Videos anschauen, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir warmes Mittagessen bekommen, für andere wiederum nicht. Um kurz nochmal auf die Spendenthematik zurückzukommen, es gibt zwei Arten, wie man hier über YouTube spendet. Einmal über Tipee und Superchat. Das ganz große Problem an Superchat-Spenden ist, 30-40% der Spenden gehen schon mal automatisch weg. 30% behält YouTube als Gebühr ein, dass sie quasi uns die Möglichkeit und die Plattform bieten, diese Spenden, dass man überhaupt spenden kann. Über Tipee-Stream sind diese Gebühren deutlich geringer. Dementsprechend wird auch in Streams nur eine Spendenanzeige von Tipee zu sehen sein und nicht von Superchat. Aber Superchat-Spenden werden auf jeden Fall mit reingenommen. Nur die werden dann am 23. quasi geleakt, wie viel da überhaupt reingekommen ist. Also netto. Aber ich werde euch natürlich zwischendrin immer wieder so ein Status-Update geben, wie wir aktuell mit den Werbeeinnahmen etc. auf YouTube unterwegs sind. Und um das Ganze hier nochmal ein bisschen zu pushen, möchte ich diesen Monat richtig auf die Kacke hauen. Ich probiere auf jeden Fall einige Videos mit ein paar YouTube-Kollegen zu organisieren. Werdet ihr dann sehen, wer alles auf diesem Kanal vertreten sein wird. Und jeden Sonntag um 18 Uhr kommt ein Special-Video. Diesen Sonntag beginnt das erste Special-Video um 18 Uhr. Und kleiner Spoiler, am 31.10., also an Halloween, geht dann meine Rap-Karriere weiter mit Vergleiche an Halloween, wo die Werbeeinnahmen natürlich auch an die Agape gespendet werden. Als absolutes Highlight in diesem Monat werden wir am 16.10. einen 24-Stunden-Stream starten. Es ist ein Samstag, also quasi wie beginnt Samstag um 14 Uhr und das Stream endet Sonntag um 14 Uhr. 24 Stunden straight durch für den guten Zweck. Und ich glaube, diese Aktion wird die Community nochmal so richtig zusammenschweißen. Das hat im letzten Jahr ultra viel Spaß gemacht, einfach, dass wir Gutes für die Welt tun können und das spielerisch mit coolen, unterhaltsamen Videos. Kurz zum Streamingplan, wie er diesen Monat aussehen wird. Wir streamen montags, donnerstags und sonntags auf YouTube. Innerhalb der Woche streamen wir immer abends und am Wochenende meistens gegen mittags, aber da am besten irgendwie auf den Social Medias wie Instagram oder Twitter mal bei mir vorbeischauen. Da poste ich immer meistens, weil wir mit den Streams beginnen. Auf Twitch streamen wir immer mittwochs und samstags, Zeiten wie gerade eben erwähnt. Aber es wird ein Special Stream geben und zwar morgen Abend direkt hier auf YouTube. Da werden wir starten. Was wir spielen werden, keine Ahnung, aber um den 1. Oktober so gebürtig zu feiern, beginnen wir direkt am 1. Oktober. Kurz zu diesem Event. Ich glaube, einige werden mir schreiben, hey David, ich kann leider nichts spenden aufgrund meiner Eltern, weil ich zu jung bin oder sonstiges. Und ich möchte sagen, das ist absolut gar kein Ding. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man sich in diesem Monat vielleicht mal den Adblocker ausschaltet und sich die Werbung durchschaut. Weil wenn man eine Werbung auf YouTube durchschaut, bekommt der YouTube-Creator dadurch mehr Geld. Und in diesem Monat zählt jeder Cent. Also von daher könnt ihr diese ganze Aktion auch so unterstützen. Und ich sag's mal so, alleine aus dem moralischen Aspekt ist es einfach cool, wenn ihr bei der Aktion dabei seid. Und lasst uns in diesem Monat spielerisch Spaß haben, aber dabei wissen wir auch mit dem Wissen im Hintergrund, im Hinterkopf, yo, wir tun verdammt Gutes. Und am Ende des Videos möchte ich euch nochmal so eine eigene Motivation von mir erzählen, warum ich das Ganze überhaupt mache. Und zwar habe ich nie die einfachste Kindheit gehabt. Ich habe mich als Kind immer wieder gefragt, da unsere Familie nie viel Geld hatte, warum ist das so? Warum ist das so, dass ich in den Sommerferien zu Hause bleibe und andere ans Meer fahren oder das und das machen? Warum ist es so, dass wir teilweise nicht genug Geld für Strom hatten? Oder dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo wir kein warmes Wasser hatten und wo das absolute Highlight meines Lebens irgendwann gewesen ist, eine warme Dusche zu haben, mit warmem Wasser mich waschen zu dürfen? Ich war früher immer extrem sauer. Warum ist das so? Warum muss ich mir selber Geld für meinen Führerschein ansparen, verdienen, wobei andere Jugendliche in meinem Alter das Geschenk bekommen? Warum muss ich mir mein eigenes Auto finanzieren? Warum ist das so? Jetzt, wo es mir deutlich besser geht, was ich euch auch zu verdanken habe, das muss man an dieser Stelle einfach mal so sagen, habe ich ein bisschen reflektiert und einfach verstanden, okay, eigentlich
muss ich dankbar dafür sein, dass ich immer ein Dach über dem Kopf hatte. Dass ich immer warmes Essen auf dem Tisch hatte. Dass ich trotz dessen an Weihnachten auch Geschenke bekommen habe. Das ist nichts Selbstverständliches. Und dementsprechend bin ich ziemlich dankbar darüber. Das ist immer so die eigene Motivation. Wer meine Story so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, weiß, was ich alles hinter mir habe, welchen Weg ich hinter mir habe. Und dementsprechend bin ich dankbarer über jede Kleinigkeit im Alltag als andere Menschen, denke ich mal. Ich nehme andere Dinge nochmal anders wahr. Und das ist meine Motivation für diese Aktion. Von daher, Freunde, lasst uns in diesem Monat geile Kacke bauen. Wir sammeln Spenden vom 1. bis zum 31. Oktober. Lasst uns diese Welt ein Stückchen gerechter machen. Lasst uns diese Welt ein bisschen verändern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht dieses Video dem einen oder anderen schicken könnt, der bei dieser Aktion mitmacht. Von daher, Freunde, danke fürs Zuschauen und ich sehe dich in der nächsten Folge oder morgen im Stream. Bye, bye.